Wie weit komme ich mit dem S01 bei maximaler Geschwindigkeit? Heute machen wir den Reichweitentest mit dem Silence S01. Mein Name ist Benjamin Weinlich von Easy Mobility. Für denjenigen, der dieses Fahrzeug noch nicht kennt, das ist der Silence S01 und zwar ist es ein E-Roller der L3E A1 Klasse, das heißt bis 11 kW Maximalleistung, natürlich komplett elektrisch. Das Schöne an diesem Roller ist, der hat einen 9 kW Radnabenmotor, der uns ohne Probleme auf 100 km/h hochbefördert. Auch interessant ist der 5,6 Kilowattstunden große Akku. Mit dem sollten wir eine einigermaßen coole Reichweite hinbekommen. Laut WMTC L3E Testzyklus kommt der übrigens 127 Kilometer weit. Das ist natürlich ein Wert, den man erreicht, wenn man sozusagen Landstraße, Autobahn und Stadt im Mittel hat. Wir probieren aber mal heute wirklich nur Landstraße bzw. Autobahn aus, und zwar wie weit kommen wir dann wirklich. Super auch, dass wir hier beim Oro in Schwabach am Parkplatz starten dürfen. Wir sind hierher gekommen mit unserem Transporter, hatten den Silence S01 hier eingeladen und ausgeladen, somit wir wirklich mit 100% Akku loslegen können. Fahren jetzt hier die Burgenstraße sozusagen in Richtung Ansbach und gucken mal, wie weit wir wirklich kommen. Mit unserem Horwin CR6 haben wir das letzte Mal gemacht und sind bis ziemlich genau nach Ansbach gekommen. Ich erwarte aber, dass wir mit dem hier ein bisschen schneller ankommen und auch vielleicht ein bisschen weiterkommen. Unsere allererste Station wird das Schloss Ratibor in Roth sein. Das heißt, wir werden eine relativ lange Strecke auf der Bundesstraße bei Vollgas haben und da schon mal gleich mal den Akku ein gutes Stück leer fahren, bin ich mir sicher. Und von dort aus geht es dann weiter zu unseren anderen Stationen. Für unsere Fahrt geben wir die GPS-gemessenen Kilometer an. Wir starten also beim Oro mit einem vollem Akku und den Tripzähler auf 0 gestellt. Die Außentemperatur ist 29 Grad Celsius bei strahlendem Sonnenschein. Das Schloss Ratibor in Roth ist nach 17 Kilometern erreicht. Wir haben dabei 22% State of Charge verloren und sind jetzt bei 78%. Nach weiteren 12 Kilometern sind wir in Abendberg angekommen. Der Akku hat noch 64% SOC. Die nächste Station auf der Burgenstraße ist Wolframs-Eschenbach mit weiteren 19 Kilometern auf dem Zähler und einem Rest SOC von 36%. Bei der Vollgasfahrt und hochsommerlicher Hitze übersteigt der Radnabenmotor jetzt teilweise Temperaturen von über 105 Grad Celsius. Dabei scheint der S01 die Geschwindigkeit leicht auf 95 km/h zu drosseln. Nach einer kurzen Pause ist der Motor wieder auf 85 Grad Celsius runtergekühlt. In Lichtenau angekommen, haben wir weitere 8 Kilometer abgespult und haben noch 26% SOC im Akku. Auf dem Weg nach Ansbach gibt es eine Straßensperre mit Umleitung, sodass wir erst nach 20 Kilometern und 0% SOC in Ansbach an der Orangerie ankommen. Insgesamt sind wir also 76,32 Kilometer mit einem vollgeladenen Akku gekommen. Laut Tacho waren es übrigens 86,7 Kilometer. Die Diskrepanz ist leider relativ hoch. Burg Kollenberg wäre weitere 17 Kilometer entfernt gewesen. Ohne Umleitung hätten wir uns 13 Kilometer nach Ansbach gespart. Leider hätten wir somit Burg Kollenberg wegen 4 Kilometern trotzdem nicht erreicht. So, wir sind jetzt hier an der Orangerie in Ansbach mal wieder angekommen. Und zwar laut Tacho nach 86,7 Kilometer. GPS bereinigt sind es 76,32 Kilometer gewesen.
Was mir sehr, sehr gut gefallen hat an diesem Roller, ist einfach, dass er immer bis 100 km/h hochzieht. Selbst bei 15 oder 10% zieht er noch weiterhin hoch. Das Einzige, was ein bisschen dann langsamer wird, ist die Beschleunigung. Aber das verzeihe ich ihm natürlich. Wir packen den Silence S01 wieder ein und fahren zurück nach Wendelstein. An unserem Firmensitz haben wir den Silence S01 an unser Strommessgerät angeschlossen und hatten nach 8 Stunden und 10 Minuten 4,77 Kilowattstunden geladen. Das entspricht ziemlich genau den 600 Watt des Ladegeräts. Der Stromverbrauch des Fahrzeugs liegt bei 5,31 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Wer es genauer wissen möchte, kann auf unserer Website die zugrunde liegende Berechnung nachvollziehen. Interessant, laut GPS-Tracker sind wir maximal 89 km pro Stunde gefahren, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 36 km pro Stunde. Wir haben dabei 722 Höhenmeter überwunden und waren gut 90 Minuten zuzüglich Drehpausen unterwegs. Der S01 macht absolut richtig Laune, denn er zieht wirklich gut hoch bis 100 km/h und zwar bis zum Schluss annähernd. Deswegen für mich uneingeschränkt empfehlenswert. Wenn auch ihr mal den S01 euch genauer anschauen möchtet, den gibt es übrigens nicht nur in grün, sondern auch in etwas zivilerem Schwarz oder Weiß, dann guckt doch mal auf unsere Website. In der Beschreibung ist alles verlinkt. Testfahrten sind natürlich immer erwünscht und ansonsten gerne einfach bei uns melden, in die Kommentare reinschreiben, abonnieren, Like hinterlassen. Das ganze Programm wird natürlich immer sehr gerne gesehen. Das war unsere Testfahrt des S01. Wie weit können wir fahren auf 100% Leistung? Mein Name ist Benjamin Weinlich von Easy Mobility. Easy Mobility ist übrigens in Partnerschaft mit dem Autohaus Richter und Zech GmbH, einem Betrieb aus Wendelstein mit über 30 Jahren Werkstatterfahrung. Dort seid ihr in kompetenten Händen, was Service, Reparaturen und Unfallinstandsetzungen angeht.